Ja, das fängt schon damit an, dass ich nicht weiß, wie ich dieses Intro machen soll. Weil es eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ne? Mir fehlen jetzt schon die Worte. Chat, wir werden jetzt mal über ein wichtiges Thema reden. Ebenfalls werden wir jetzt, solange wir hier ein bisschen Real Talk machen, kein Gameplay zocken oder so, damit ich mich einfach auf das Reden ein bisschen konzentrieren kann. Gameplay wird aber auf dem YouTube-Video und TikTok, Instagram, whatever, wo auch immer ich das überall hochlade, hintergeschnitten. Einfach damit noch was im Hintergrund ist. Ich werde mal gucken, ob ich da wirklich dann Gameplay reinhaue oder irgendwas anderes reinhauen werde. Ja, wir wollen jetzt mal ein bisschen Real Talk machen. Das ist irgendwie so Standardding bei uns im Livestreams, wo wir immer über ein paar bestimmte Sachen reden. Und heute geht es einfach mal um extremst wichtige Themen, die leider sehr oft totgeschweigt werden. Was sehr, sehr traurig ist, worüber man eigentlich öfters reden sollte. Ja, es ist viel abgegangen jetzt in der letzten Zeit schon wieder, was ich so online alles gelesen habe. Wir wollen über die Themen Schule, allgemein über die ganze Schulsache, Schulsystem und so ein bisschen quatschen, über Mobbing und auch einfach über Freundschaft ein bisschen quatschen, weil ich finde, dass das so drei Themen sind, die mit am wichtigsten oder beziehungsweise die einen der wichtigsten Lebensabschnitte so im Leben sind, die leider sehr, sehr viele erfahren, also beziehungsweise auch viele Leute müssen Mobbing erfahren. Ich werde auch ein paar Sachen über mich preisgeben, die bisher noch niemand wusste. Ich mache jetzt seit knapp 7 Jahren, mehr als 7 Jahren, diese ganzen Social-Media-Kram und werde jetzt zum ersten Mal auch ein paar Sachen über mich preisgeben, die bisher noch niemand wusste, beziehungsweise kaum Leute über mich eigentlich wussten. Und die Leute, die es über mich wissen, sind entweder Familie gewesen oder wirklich Leuten, Freunde einfach. Also wirklich richtig, richtig Leute, die einfach nicht mal mehr Freundschaft, sondern einfach schon Familie sind. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir mit dem ganzen Thema jetzt auch an. Ich werde jetzt einfach ein bisschen hier auf meinem Monitor einfach nochmal gucken. Da ist jetzt nur mein OBS offen, um das Ganze aufzunehmen. Die Kamera ist hier oben. Deswegen bitte nicht wundern, wenn ich da jetzt nicht die ganze Zeit reingucke. Ich finde, so kann ich mich, wenn ich da jetzt einfach so gucke, mich einfach mehr konzentrieren. Falls ich hier irgendwelche Sachen sagen sollte, die jemand verletzen sollte oder sonstiges, bitte konstruktive Kritik in die Kommentare. Auf TikTok, Instagram und so sind die Kommentare deaktiviert. Deswegen bitte dann auf YouTube rüberkommen und hier in den Kommentaren den ganzen Kram dann reinschreiben. Genauso, wenn Leuten irgendwas auf dem Herzen liegt, die noch irgendwas hinzufügen wollen oder sonstiges, einfach in die YouTube-Kommentare reinhauen. Und falls jemand einfach selber irgendwas von den ganzen Sachen erfahren hat, was wir jetzt hier gleich besprechen oder so, schreibt mich gerne auf meinem Instagram an. Da kann niemand drauf zugreifen. Es ist auch gesichert gegen Hacking oder so, Zwei-Faktor-Verifizierung, alles. Wirklich, das ist wirklich, nur ich kann das lesen. Nur ich kann das lesen. Bei mir bleibt es unter Verschluss. Viele Leute haben es schon gemacht. Viele Leute werden es wahrscheinlich auch noch machen. Und es bleibt auf jeden Fall unter Verschluss. Also es wird niemand erfahren. Wirklich absolut niemand. Dieser Account ist für jeden tabu, außer für mich. Ja, ich würde sagen, fangen wir an. Schule. Schule muss jeder gehen. Schule ist das Thema. Jeder hasst eigentlich Schule. Schule ist eigentlich somit, dass man wacht auf morgens, man hat keinen Bock. Es ist irgendwie beispielsweise Sonntag, man denkt sich so, oh, Montag ist Schule. Das hat verschiedene Gründe, wirklich verschiedene Gründe. Man hat als Kind allgemein einfach keinen Bock auf Schule, das ist, glaube ich, ganz klar. In der Schule lernt man auf jeden Fall auch Sachen, die man später gebrauchen kann. Leider aber nicht genug. Also es gibt viele Sachen in der Schule, die man nicht lernt, die man später braucht. Beispielsweise hätte ich gerne ein paar Sachen mehr gewusst, so wie beispielsweise Steuern. Das ist einfach eigentlich so Themen, die man für später wirklich braucht. Steuererklärung. Wie schreibe ich wirklich eine richtige Bewerbung und so? Gut, man hat das vielleicht mal in der Schule kurz angekratzt, aber dass man das wirklich einfach alles mal komplett durchgeht. Solche Themen sollten einfach mehr drankommen, die einem wirklich mehr aufs Leben vorbereiten. Und ich weiß nicht, Kunst beispielsweise ist so ein Thema. Gut, ich habe Kunst. Ich mochte Kunst wirklich. Kunst habe ich auch immer eine gute Note gehabt, aber bringt mich Kunst weiter? Es gibt viele Künstler so später, so die malen und so alles, aber bringt mich Kunst wirklich so viel weiter wie beispielsweise bestimmte Themen, die man hätte lernen sollen, ist jetzt ein bisschen ist jetzt ein bisschen neben der Spur, was ich eigentlich ansprechen wollte. Aber solche Sachen hätte man einfach damals in der Schule auch lernen können. Einfach so wichtige Sachen, die man auf jeden Fall zu 100% später braucht. Aber was ich eigentlich in der Schule hinaus wollte, ist Mobbing. Mobbing, das ist wirklich eins der schlimmsten Themen. Ich habe jetzt hier in den letzten Tagen durch ein paar Leute, auch über WhatsApp oder auch dann durch die Nachrichten, beziehungsweise auch durch TikTok, viel mitbekommen, was hier abging. Sehr, sehr viel abging. Sehr, sehr viel Schlimmes abging, was sehr, 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 sehr traurig ist.
Und das ist einfach mal wieder das bekannte Thema Morgen. Und es wird auch einfach nicht besser. Es wird halt einfach nicht besser, wirklich. Es ist wirklich extrem schlimm. Es fängt ja schon in der Schule an, dass das ganze Thema losgeht. Keine Ahnung, jemand macht sich über die Klamotten von einem lustig. Jemand macht sich, keine Ahnung, weil er irgendwie komische Haare hat oder so. Oder I don't know, macht er sich darüber lustig. Und damit, mit solchen kleinen Sachen fängt es einfach schon an. Oder man klaut einfach einen Stift, versteckt das andauernd oder so. Mit solchen Sachen fängt es einfach schon an und geht dann echt, echt geisteskrank weit hinaus. Wir haben das Thema schon mal in einem Livestream angesprochen. Jetzt möchte ich aber mehr drauf eingehen. Denn das, was ich jetzt so die letzten Tage von Leuten zu hören bekommen habe, was ich auf TikTok gesehen habe, in den Nachrichten gesehen habe, das ist einfach wirklich, wirklich krass. Und da kann man auch einfach nicht weggucken. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht mehr so eine kleine Reichweite. Ich habe auch schon, ja, ein paar Leute, die mir jetzt folgen. Ich mache auch gut meine Aufrufe, würde ich durchziehen, immer jeden Monat, dann würde ich, glaube ich, wirklich eine Aufrufzahl, die ich bisher noch nie so gehabt habe, wirklich erreichen. Aber ich finde einfach, mit meiner Reichweite kann ich, auch wenn es vielleicht nicht viel ist, aber es ist zumindest etwas dazu beitragen, vielleicht was ändern, Leute einen anderen Blickwinkel geben, whatever. Hauptsache, dass man irgendwie was bewirken kann. Und außerdem tut es auch einfach mal gut, den ganzen Kram von der Seele zu sprechen, denn wenn man das immer nur so liest, man möchte auch einfach mal darüber reden. Man möchte auch einfach mal darüber reden. Und zwar Schule, ganz schlimm. In der Schule geht Mobbing los, kann sich dann auch, ja, nach der Schule auf der Arbeit und so weitergehen. Aber wir wollen jetzt in das Thema Schule bleiben. Und zwar ist das Thema Mobbing echt extremst schlimm. Egal, was man macht, ob man das bei den Lehrern anspricht, whatever, ob man die Leute persönlich darauf anspricht. Es heißt immer, ja, wir machen was. Ja, wir sind ja alle so gegen Mobbing und so. Die Schulen, die sagen immer, oh, wir sind gegen Mobbing, wir machen alles. Aber im Endeffekt passiert gar nichts. Arschlecken. Einfach, es passiert einfach gar nichts. Die denken sich alles scheiße einfach drauf. So ist es leider einfach. Es gibt wirklich extremst wenig Lehrer, denen man solche Sachen überhaupt anvertrauen kann. Beziehungsweise mit denen man überhaupt über solche Sachen reden kann. Und die auch wirklich was ändern. Leider gibt es viele Arschlochlehrer. Das muss man einfach jetzt einfach... Es klingt vielleicht doof, aber es gibt einfach viele Arschlochlehrer und wenig Lehrer, die wirklich, wirklich gut sind, die ihren Job da auch wirklich machen, die dann auch was dagegen tun, die was dagegen tun wollen. Und von denen gibt es einfach zu wenig und da würde man sich echt wünschen, wenn es von denen einfach mehr geben würde. Da fängt es schon an. Wenn die Lehrer mitspielen würden, wenn die Lehrer wirklich sich extremst dafür einsetzen würden, dann würde sich meiner Meinung nach auch schon etwas ändern. Aber es wäre einfach deutlich, deutlich besser, wenn nicht einfach gefühlt jeder zweite Lehrer ein kompletter Vollarsch ist und er sich so denkt, ja, wir ändern das, am Ende ist aber gar nichts, passiert gar nichts. Da fängt es schon an. Dann meistens ist ja auch immer das Problem, und jetzt kann ich es ja auch einfach raussagen, ich wurde früher auch in der Schule gemobbt. Ich hatte früher dieses Mobbing auch. Das Ganze ist natürlich jetzt, ich arbeite jetzt seit knapp 4 Jahren, 3,5 Jahre ungefähr, hab das nicht mehr. Das ist auch normal. Berufsschule ist beispielsweise auch deutlich, deutlich schöner in der Ausbildung. Genauso wie Betrieb und so, da ist das alles eher mehr familiär. Aber ich hatte früher auch Mobbing in der Schule und auch sehr, 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 sehr stark. Es war auch sehr, sehr schlimm. Es hat mich sehr belastet damals. Ich muss ehrlich sagen, ich bin darüber, über den ganzen Kram hinweg. Ich mache jetzt seit 7 Jahren YouTube. Ich habe mir dadurch auch eine echt extrem starke Mauer aufgebaut. Wenn irgendwer in die Kommentare kommt, mich beleidigt oder was auch immer macht, dann denke ich mir nur so, ich lese mir das durch und denke mir so, cool, du hast deine Zeit jetzt verschwendet. Oh, was hast du damit jetzt erreicht? Dann denke ich mir nur so, ja, block, weg damit, schmunzeln, der ist weg, fertig. Mich interessiert das. Man kann mich von A bis Z beleidigen, man kann alles mit bei mir machen. Es interessiert mich nicht. Mir ist es egal. Ich lese mir das durch, denke mir so, ja cool, und jetzt ist mir egal. Ist halt so. Aber bei vielen ist das leider nicht. Diese Social-Media-Welt ist ja allgemein ganz, ganz schlimm. Instagram und so alles ganz, 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 ganz schlimm. Wirklich extrem schlimm. Was man da anrichten kann, auch beispielsweise Cybermobbing und so, ist geisteskrank. Wirklich geisteskrank. Ich erlebe es ja auch, dass
dass man Hate bekommt, mal in den YouTube-Kommentaren. Und ich werde auch wegen diesem Video extremst Hate bekommen, 100%. 100% gibt es Leute, die dann einfach extrem sauer sind, obwohl es eigentlich was Gutes ist, darüber zu reden und was dagegen zu tun. Gibt es immer noch Leute, die einfach ein IQ von minus 1 haben, sogar noch weiter drunter sind, einfach die größten Idioten sind und einfach keine Ahnung, einfach absolut gar nicht checken, was im Leben abgeht, weil sie einfach nicht geliebt werden und keine Ahnung. Man könnte jetzt noch so viel sagen, wir wollen uns aber eigentlich nicht so auf das Niveau der Leute hinablassen, auch wenn es gut tun würde, machen wir. Also, ich wurde früher auch in der Schule gemobbt. Schlimm, man hat dann auch nicht viele Leute gehabt. Ich hatte einen Schulwechsel damals. Wir sind von Hamburg nach Schleswig-Holstein gezogen. Ich hatte eine sehr, sehr lange Fahrzeit. Bin die auch immer sehr, sehr lange gefahren. Ich glaube, das war so eine Stunde, anderthalb Stunden oder so zur Schule. Jeden Tag hin und zurück jeweils. Es war echt hart. Und dann haben wir über einen Schulwechsel gesprochen. Es war in der Schule davor auch schon so ein bisschen, ja, auch schon schlimm. Da habe ich dann auch Cybermobbing mal erlebt. Da habe ich frisch angefangen, YouTube zu machen. Ne? Wenn man dann nur so 50 Abonnenten hat oder so, dann lachen die Leute einen einfach aus. Wenn sie es hinausfinden, die lachen einen aus. Die wollen einen damit fertig machen. Ich muss sagen, jetzt so, wo ich dann so 8.000, 9.000 Abonnenten hatte, jetzt bin ich ja bei 10.000, haben sich auch mal so ein, zwei Leute von früher so gemeldet, die dann auf einmal so auf so, oh, du, wir sind da immer so gewesen und so alles, die dann gesehen haben, oh, der hat ja doch was erreicht und so alles. Und wollten dann auf cool mit einem tun. Ist traurig, sehr, sehr traurig, aber es ist leider wirklich wahr. Damals ging das auch schon, ne, dass ich das dann erlebt habe. Gutes Cybermobbing hat auch gut wehgetan und so. Und sind dann auch tatsächlich bei der Polizei gewesen. Deswegen, weil es war auch sehr, sehr hart. Das hat mich auch sehr bedrückt. Aber ich hatte dann irgendwann einen Schulwechsel. Ich dachte, Schulwechsel, oh cool, ja okay, gut, ich wusste wegen dem Schulwechsel, weil leider Schleswig-Holstein schwieriger ist, weil ich ein komplettes Fach verpasst hätte und ich weiß nicht, ob ich da hinterhergekommen wäre, habe ich eine Klasse wiederholt. Allein deswegen ist auch, wenn man eine Klasse wiederholen muss, ist auch schon eine gute Grundbasis, um gemobbt zu werden. Es ist leider wirklich so. Das ist eine gute Grundbasis, ein guter Grundbaustein, um Mobbing abzubekommen. Klassenwechsel. Natürlich eine Klasse, die zusammengemischt wurde aus ganz, ganz vielen Klassen. Natürlich. Gefühlt die schlimmsten Leute, die es eigentlich in der Schule gab. War echt super. War echt scheiße. Das habe ich auch zu spüren. Ich habe sehr hart abbekommen. Sehr, sehr hart abbekommen. Ich muss dazu aber sagen, dass ich zumindest im Gegensatz zu vielen anderen eine Person hatte, die sich sehr, 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 sehr viel für mich eingesetzt hat. Die sich sehr viel für mich eingesetzt hat. Mir einen sehr, sehr starken Rücken gegeben hat. Und das war halt einfach meine Mutter. Die hat mir einfach verdammt den Rücken gestärkt damals. Hat sich sehr für mich eingesetzt, wo ich unnormal dankbar bin, so ohne das und so alles. Ich glaube, hätte ich das mit der Schule nicht geschafft damals. Das wäre zu hart gewesen, 100%. Hat sich sehr für mich eingesetzt, setzt sich heutzutage immer noch für mich ein, aber ich meine nur dieses damals, ne, es war sehr, sehr hart, es hat sich auf sehr, 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 sehr lange Zeit gestreckt und so. Ich weiß gar nicht, mit wann ich meinen Schulwechsel hatte. Ich habe das Glück, im Gegensatz einfach zu vielen anderen gehabt. Ich hatte eine Person, die sich sehr für mich eingesetzt hat. Natürlich habe ich nicht immer alles erzählt, wenn was in der Schule passiert. Das ist klar, man schämt sich dann als Kind auch so alles. Dass man das seinen Eltern nicht so erzählt, so direkt, das ist klar. Aber Mütter bekommen das schon mit, wenn irgendwas ist. Wenn einem irgendwas bedrückt oder so, die bekommen das. Beispielsweise Klassenfahrt. Es war so krass bei mir mit dem Mobbing und so, dass ich sogar gesagt habe, ich will nicht mit zur Klassenfahrt. Ich wurde abends abgeholt dann noch bei der Klassenfahrt. Ich habe keine Übernachtung mitgemacht. Weil es mich einfach so krass fertig gemacht hat. Ich habe keine Klassenfahrt mitgemacht. Beide nicht. Ich denke mir nachhinein, beispielsweise die Klassenfahrt nach Prag, ich hätte die sehr, sehr gerne gemacht. Und ich werde die 100%, egal ob ich jetzt alleine hinfahre, ob ein Kollege oder eine Freundin oder so, whatever mitkommt, ich werde das nachholen, dass ich auf jeden Fall nach Prag nochmal möchte. Jetzt im Nachhinein ärgere ich mich natürlich und denke mir nur so, warum habe ich das damals so gemacht? So, ich bin jetzt 20, ich werde dieses Jahr 21. Da denkt man natürlich über viele Sachen nach. Warum habe ich damals keinen Bock darauf gehabt? Warum habe ich das damals nicht gemacht? Aber das damals, es war einfach so hart in der Schule. Es war einfach so unnormal hart in der Schule, dass man einfach so eine Angst hatte, einfach nur mal einen Tag weg zu sein. Das ist krass gewesen, wirklich.
auch bei der einen Klassenfahrt, wo es einfach, es wäre nur eine Nacht gewesen. Ich wollte partout nicht dabei sein. Ich wurde abgeholt. Ich habe darauf keinen Bock gehabt. Selbst da ist was passiert, dass ich Stress mit jemandem richtig gehabt habe, weil das auch schon wieder in diese Mobbing-Geschichte reingegangen ist. Es war wirklich schlimm. Es ist wirklich, wirklich extremst schlimm, was das mit einem macht. Und jetzt, und das ist jetzt nur bei mir passiert. Und ich hatte jemanden, der sich für mich eingesetzt hat, der mit mir zusammen diesen ganzen Schmerz durchgemacht hat, der sich für mich eingesetzt hat, jeden verfickten Tag. Wirklich jeden verfickten Tag. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, wie krass muss es bei jemandem sein, der niemanden hat. Also der einfach wirklich alleine steht. Man bekommt viel mit, dass Schülerinnen oder Schüler, ne, Selbstmord deswegen wegen Mobbing gemacht hat, was sehr, sehr krass ist. Darauf wollen wir nachher nochmal hinaus. Dass sie sich Sachen antun, die, das habe ich zum Glück nie gemacht, sich selber leid zu tun, sich selber auch deswegen beispielsweise ritzen oder so. Sowas passiert. Sowas passiert auch natürlich, wenn man jemanden hat, der hinter einem steht. Aber es ist natürlich noch umso, oder so würde ich es einschätzen, es passiert mehr, wenn man niemanden hinter sich. Es ist einfach krass, was so in den letzten Tagen schon wieder so abging in den Nachrichten und so alles. Also, jetzt beispielsweise, wie soll ich sagen, bei mir, nicht um die Ecke, das klingt falsch, bei mir in der Nähe ist auch was echt Krasses passiert. Das Video werde ich jetzt nicht zeigen. Ich habe mir das angeguckt und dachte mir einfach nur, Alter, was ist mit der Menschheit los? Was ist wirklich, ich habe mir das angeguckt und mir ist wirklich der Appetit vergangen. Und ich will es jetzt nicht zeigen, weil ich erstens nicht weiß, ob die Betroffene das möchte, ob die Eltern das möchten und ich nicht weiß, ob ich das einfach so verwenden kann. Aber was ich da gesehen habe, es ist wirklich, wirklich krass. Wirklich. Am liebsten hätte ich es nie gesehen. Ich hätte es nie gesehen. Aber ich bin auch froh, dass ich es gesehen habe, um einfach dann mit euch darüber zu reden, euch zu sagen, es ist wirklich krass, was abgeht, was das mit einem Menschen macht, was da auch da passiert in diesen ganzen Sachen. Ich will da jetzt nicht genau drauf eingehen, um genau zu erzählen, was da passiert ist, aber es ist krass. Es ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Jetzt erzähle ich noch eine andere Story, auch Schule. Ich werde keinen Namen nennen, falls du wissen solltest, dass ich dich damit meine. Du bist immer meinem Herzen mein Bester. Wir haben einen neuen Schüler damals bekommen. Er hat so eine Art gehabt, die anders ist. Er kam mitten in der Schule so mäßig, so hat so, ich weiß nicht, ob es ein Schulwechsel war oder was auch immer. Kam neu in die Klasse. Und ratet mal, was als erstes passiert ist. Er hat alles abbekommen. Er wurde geärgert dafür, dass er anders ist. Vielleicht für seinen Style. Whatever. Das zu sehen ist auch hart. Man ist natürlich dann erstmal, ich muss auch sagen, ich war dann auch erstmal der, nur zugeguckt hat. Weil, ist ja klar, wenn du dich dazwischen stellst und so, was natürlich auf jeden Fall von Stärke zeigt, darauf gehe ich aber gleich noch weiter hinein, bekommst du es mit ab. Und als jemand, der das mit abbekommen hat, ist es hart. Ich war erst wirklich in der Schulzeit mein Best Friend gewesen dann. Wir haben immer Sachen zusammen gemacht. Auch zum Ende der Schulzeit haben wir auch mehr Stärke bewiesen, wo der ganze Mobbing-Kram auch dann wirklich weniger, deutlich, deutlich weniger, beziehungsweise bis einfach gefühlt gar nichts mehr gegangen ist, weil man hat sich einfach bewiesen so mäßig. Aber ich habe ihn einfach dann bei mir mit in die Gruppe so mäßig mit aufgenommen, weil ich selber wusste, wie es ist, das alles abzubekommen. Und weil ich das echt niemanden wünsche. Ich wünsche es wirklich niemanden. Beispielsweise damals auch Mädel stand auf mich, bla bla bla, ist ja auch irrelevant. Gesagt, nee, hier, mäßig so Korb gegeben. Und die hatte dann später einen als Freund, der so mit Mobber war, ne? Der mich auch gern mal mit so geärgert hat und alles. Und ich war mit den Mädels eigentlich aus der Klasse. Wir hatten, glaube ich, 5 oder 6 Mädels in der Klasse. Mit denen war ich allen gut. Dann hatte ich noch meine 2 Kollegen und dann war alles perfekt. Mit denen haben wir dann immer abgehangen und so. Und die 1, 2 Mädels da, die waren schon, also die kannten die alle schon von vorher und waren auch eigentlich cool mit denen allen, auch die gern mal gemobbt haben.
Und ich muss sagen, ich finde es krass so, dann war sie mit dem zusammen auf einmal so, war der komplett anderer Mensch. So, der hat gar nicht mehr, gar kein Mobbing mehr und so, gar nichts. Und ich verstehe es einfach nicht, was auf einmal die Person dazu leitet, auf einmal das nicht mehr zu machen. Also, wenn sie es auf einmal nicht mehr machen kann, warum macht sie es dann nicht direkt? Also, es ist so, weiß ich nicht, das ist so dumm. Ich check's nicht. Auf jeden Fall hat er dann auch viel mit abbekommen. Haben uns natürlich dann da so gegen A gewehrt, so mäßig, haben uns bewiesen und so, dass es dann auch weggegangen. Aber es war wirklich, also wenn ich jetzt so nachdenke, es war wirklich, also die Schule, ich würde nie wieder zur Schule zurück. Und jeder, der, wirklich, ich sag's so, wie es ist, jeder Erwachsene, der sagt, oh, wenn du später mal arbeiten müsst, okay, gut, es gibt Arbeitstage, wo du vielleicht richtig viel machen musst und dir denkst, boah, Schulzeit war entspannt. Aber ey, Schule war gar nicht entspannt. Schule war das Schlimmste, was ich in meinem verfickten Leben jeweils gemacht habe. Schule war das Allerschlimmste. Ich will nie wieder in diese Schulzeit zurück. Nie in meinem Leben. Ich will niemals würde ich in die Schulzeit zurück. Ich bin sehr zufrieden in meiner Ausbildung. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Ich würde nie wieder in die Schule zurück. Jeder, der sagt, oder jeder Erwachsene, der sagt, boah, Schulzeit war ja die entspannteste Schulzeit der Welt. Nie und nein. Nein. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Schule ist das Schlimmste. Wirklich das Allerschlimmste, was es bei mir damals gab. Das würden so viele Leute sagen, die eventuell aus der Schule jetzt rauskommen und eine Ausbildung anfangen oder schon in der Ausbildung sind oder was auch immer oder ausgelernt haben. Niemals würde ich in die Schule zurück. Niemals in meinem Leben. Ich bin wirklich so froh, aus der Schule raus zu sein. Berufsschule und Schule ist so ein Unterschied. Berufsschule ist so entspannt, so viel mit Respekt auch. Natürlich gibt es auch mal hier einen Witz und da einen Witz und so alles. Und vielleicht findet man den auch mal nicht witzig, aber eigentlich, oder so war das bei mir in der Berufsschulklasse, war das nie böse gemeint. Ein Arbeitskollege und ich, wir machen gerne mal Faxen zusammen. Ich ärgere ihn ein bisschen, er ärgert mich ein bisschen, er gibt mir so zurück, aber das ist so Spaß. Das ist Spaß. Ich finde, das ist auch wichtig auf Arbeit, vor allem im Handwerk. Das ist immer so. Also, wenn man im Handwerk anfängt, muss man damit rechnen, dass man auch mal einen dummen Spruch abbekommt. Aber du zeigst dennoch vor mehr Stärke, wenn du einen dummen Spruch zurückmachst. Und ich finde, die Arbeitszeit ist eigentlich somit das Beste, was einem passieren kann. Gut, nee, die Frühaufstehenzeiten und so und der Schichtdienst, also den könnte man sich auch einfach sparen. Aber ich würde niemals in die Schule zurück wollen. Niemals. Auf gar keinen Fall. Wir gucken uns jetzt gleich noch ein Video an. Dazu muss ich aber die Kopfhörer wieder aufsetzen. Das wurde mir zugeschickt. Danke an dich nochmal. Das ist halt in Heide passiert. In Heide war Carsten Stahl. Sehr viele Leute kennen ihn von euch. Er setzt sich für Mobbing ein. Finde ich sehr, sehr stark. Der war jetzt in Heide, weil da in der Umgebung was passiert ist, was einfach richtig, richtig unschön ist, richtig, richtig schlimm ist. Und in diesem Video sieht man auch einfach oder hört man auch einfach mal wieder, was es mit einem Menschen macht, dieses ganze Mobbing-Kram. Wir haben jetzt viel gelabert. Wir werden jetzt dieses freundschaftliche Thema, das haben wir nur kurz mit reingenommen. Hauptthema ist wirklich Schule und Mobbing, was echt schlimm ist. Wir werden uns dieses Video gleich angucken, werden es einfach auf uns wirken lassen, nochmal kurz darüber reden. Aber ich finde einfach das, was Carsten Stahl macht, ist einfach stark, dass er sich so dafür einsetzt. Deswegen, ich hoffe, dass ich mich jetzt auch ein bisschen dafür einsetze, dass es eventuell etwas bringt. Zumindest kann ich dann von mir sagen, ey, ich habe was dafür gemacht und habe nicht einfach nur zugeguckt, denn das ist mir ganz wichtig. Ich würde sagen, wir reden jetzt nicht noch länger um den heißen Brei herum. Wir gehen jetzt direkt drüber und gucken uns das Video dann jetzt dazu an. So. Wir haben jetzt das Video hier offen. Das ist in Heide passiert, wo ich gerne ins Kino gehe. Und Carsten Stahl war vor Ort. Alles auch hier mit jemandem, der für Gehörlose ist, der das dann so in Zeichensprache und so alles wiedergibt. Das Video geht 1 Minute 6. Wir werden uns das jetzt zusammen angucken und werden dann gleich nochmal darüber ganz kurz reden. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Hier oben steht, ich weiß, es ist schwer. Aber dazu gehört Mut. Wisst ihr, wer da noch stehen müsste? Euer Oberbürgermeister. Weil dazu gehört Mut und Eier. Weil hier zu stehen, dazu gehört Mut. Und dann auch in der Position.
Und Fehler macht jeder. Ich, ihr, jeder. Aber dazu zu... Das ist auch schön gesagt, dass jeder Fehler macht. Es ist einfach so. Man macht Fehler, man lernt aus Fehlern. Man macht sein ganzes Leben lang Fehler, um daraus zu lernen, um das Beste daraus zu machen. Was viele leider aber nun mal nicht machen. Ich mache Fehler. Andere Leute machen Fehler. Wer er sagt, er macht auch Fehler. Das ist ganz klar. Solange man daraus aber lernt, finde ich, es ist wichtig, halt daraus einfach zu lernen. Und wenn man das kann, wenn man aus seinen Fehlern lernt, das ist Stärke. Ihr, jeder. Aber dazu zu stehen und sich einzugestehen. Und keiner von den Eltern hat hier gesagt zur Mama, bitte nehmen Sie die Anzeige zurück. Nein, im Gegenteil. Sie sollen dafür bezahlen. Finde ich auch richtig. Sie sollen auf jeden Fall die Anzeige und so lassen. Und mit allem, was sie können, was ihnen in der Macht steht und so, sich dagegen durchsetzen zu 100%. Auf gar keinen Fall sollen sie irgendwas zurückziehen. Ich finde auch das einfach wiederum, dass ja mit Minderjährigen und so da passiert ist, das was da passiert ist, das deutsche Gesetz, es scheitert einfach an gewissen Punkten. Die wollen jetzt die Grenze für die Strafen runterziehen und so. Die wollen das jetzt runterziehen. Die Grenzen, sodass man ab einem niedrigen Alter, glaube ich, war das, schon mehr Strafe bekommt oder so. Aber das wird 100% auch wieder so für seine 15 Jahre dauern ungefähr. Und das kann es einfach auch nicht sein. Mit dem, was Sie haben, mit Ihrer Jugend, werden Sie mit Sicherheit das ein oder andere soziale Projekt über ein paar Tage begleiten. Und das ist richtig und wichtig. Und das haben Sie nicht verlangt, nicht mal darum gebeten, das zurückzunehmen. Wer Scheiße baut, muss dafür bezahlen. Das ist der große Unterschied zwischen unseren Politikern. Die bauen Scheiße und wir bezahlen. Auf jeden Fall sehr, sehr starke Worte. Sehr, sehr starke Worte. Kann man nichts gegen einsetzen, nichts hinzufügen. Es sind echt sehr, 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 sehr starke Worte. Ich würde sagen, wir gehen direkt zum nächsten Video über. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt das Video an, was mich mit am meisten berührt hat. Es ist sehr emotional. An die Leute, die sowas nicht können, bitte überspringt das. Ich werde jetzt hier eine kleine Zeitanmeldung machen, wo das Video vorbei ist. Für die Leute, die sich das mit angucken wollen, werden wir das uns einmal angucken. Zeig, dass du mehr Charakter hast, als jeder, der heute zu feige ist, um hier zu sein. Okay? Ich muss sagen, ich wäre sehr, sehr gerne dabei gewesen. Ich war nun leider mal ungefähr 600 Kilometer entfernt. Ich wäre sehr, 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 sehr gerne dabei gewesen. Wirklich sehr, sehr gerne. Jedes Kind, was unter Mobbing leidet, hat eine zerstörte Seele. Sie weinen, weil es sie auch noch seit Jahren danach zerfetzt. Und überall höre ich, die Lehrer haben nichts gemacht oder konnten nichts machen. Und dann heißt es aber, bedauerliche Einzelfälle. Ich könnte jetzt... Das habe ich ja vorhin auch angesprochen. Das ist eins mit der größten Probleme auch in der Schule. Und das ist, weiß ich da. Es versagt einfach, dass auch die ganze Schule und so einfach versagt einfach daran. Mehr kann man dazu nicht sagen. Würde ich alle reingehen und ich würde noch hunderte solcher Worte hören. Jetzt kommt die Stelle, die sehr, sehr emotional wird. Aber ich muss sagen, ich finde erstmal Respekt an das Mädchen, was sich getraut hat, in das Mikrofon reinzusprechen. Erstmal Respekt an das Mädchen, auch dass sie so Emotionen, also dass sie ihre Emotionen gezeigt hat und das nicht irgendwie verborgen hat oder so, finde ich unnormal. Wirklich unnormal stark. Als ich in die Schule gekommen bin, wurde ich auch gemobbt, gleich am ersten Tag. Die Lehrer haben überhaupt nichts gemacht und ich hatte sehr viel Stress zu Hause. Meine Mutter konnte mir auch nicht helfen. Da habe ich tatsächlich echt einen Segen gehabt,
dass sich meine Mutter für mich so viel eingesetzt hat. Was mir natürlich aber für sie leid tut. Auf jeden Fall. War ein sehr schwieriges Kind. Und da bin ich irgendwann, weil ich einen sehr großen Fehler gemacht habe. Ich war kurz davor, meine Mutter umzubringen. Wegen meinen Erzeuger, weil er mir Scheiße eingeht. Das ist, das zu hören. Ja. Das ist hart. Das ist zu ihm gekommen. Sehr. Da war ich 10. Vor allem mit 10. Und dann hat er mich täglich geschlagen. Ich wurde fast umgebracht von ihm 2 Mal. Die Polizei hat überhaupt nichts gemacht. Und jetzt bin ich in einer Einrichtung und ich bin total überfordert mit allem. Kleines. Das, was man dir angetan hat, tut nicht nur mir. Boah, da fehlen einem echt die Worte. Da kann ich jetzt auch einfach nicht zu sagen, weil es einfach extrem krass ist. Das nimmt mich auch sehr mit tatsächlich, weil ich, wie gesagt, ich habe selber so Mobbing mitbekommen in der Schule. Ich habe das selber abbekommen. Nicht so krass, wie sie das hat. Und das tut mir extremst leid. Alles, was da passiert ist, tut mir extremst leid für sie. Ja, es ist sondern hart. Tut den Tausenden von Menschen hier von aber Herzen leid. Sehr, wirklich unnormal stark, sich das vor so vielen Leuten zu trauen, das einfach so zu sagen. Es ist wirklich, es zeigt einfach so viel Stärke. Es zeigt so viel Stärke. Du kannst nichts für das, was man dir angetan hat. Und wir alle, die das Glück hatten, gute Eltern gehabt zu haben, beide Seiten, wir hatten das Glück. Aber ihr dürft nicht vergessen, dass da draußen Kinder sind, die nun mal nicht solche Eltern vielleicht immer haben. Und was das mit Kindern macht, das sehen wir tagtäglich. Und dass da Jugendämter oder auch Behörden nicht rechtzeitig eingreifen, das ist echt kann ich immer traurig. Und immer wieder nicht nachvollziehen. Aber ich kann auch nicht nachvollziehen, dass man sich hinstellt und sagt, dass bestimmte Dinge so möglich sind, weil man sie lieber totschweigen möchte. Und ich sehe dieses Kind und ich denke mir bloß, wie viele Kinder müssen wir noch verlieren? Auf die Art und Weise. Wie viele Kinderseelen müssen noch gebrochen und zerbrochen werden? Bis endlich mal jemand sagt, es reicht und es wird gehandelt. Ja, es ist hart. Das ist sehr hart, sich das Video anzugucken. Sehr, sehr hart. Ich würde auch sagen, wir gehen direkt zum nächsten wieder, lassen das jetzt auf uns wirken und gehen einfach direkt zum nächsten wieder rüber. Carsten hat ja alles gesagt, was man hätte sagen können. Nichts gegen einzuwenden, absolut gar nichts. Wir gehen zum nächsten. So, jetzt gucken wir uns nochmal 2 Minuten 50 Sekunden an. Das habe ich tatsächlich selber noch nicht gesehen, dieses Video hier. Ich habe nur die anderen 2 gesehen. Deswegen, ich sehe das jetzt auch, das Video tatsächlich zum ersten Mal. Das habe ich irgendwie übersehen. Ich weiß auch nicht warum. Aber wir gucken uns das jetzt zusammen an. Wenn es einen Menschen gibt, der auch die Fähigkeit besitzt, mal auf den Tisch zu hauen, davon sollte es mehr geben. Ja, und fangt mal alle damit auch mal an. So, ich muss was Liebende abgeben. Ja, vielen lieben Dank für deine offenen und wahren Worte. Ja, ich würde mir auch wünschen, es gäbe mehr Menschen, die den Mund aufmachen und Missstände klar und deutlich ansprechen. Dann hätten wir weniger davon, anstatt immer nur vielleicht... Mit einer der Gründe, warum ich auch dieses Video mache, um einfach auch das noch mehr Leuten weiterzugeben und in der Hoffnung, dass die das vielleicht auch... ...an sich zu denken oder dass ich nicht anecke. Wir haben eine schlimme Zeit hinter uns mit dieser Pandemie und vielen anderen Dingen. Und ich habe das Gefühl, wir stolpern von einer Krise in die nächste und es wird immer schlimmer. Und wir verlieren dabei halt immer mehr unsere Kinder, unsere Werte und alle unsere Tugenden, die wir haben. Und das macht mir gewaltig Angst. Und deshalb erhebe ich halt bei vielen Dingen meine Stimme. Und das passt natürlich nicht jedem. Ja, ich komme aus dem Kinderschutz, aber ich bin auch ein Bürger und ein Vater. Und wenn ich das Gefühl habe, dass Dinge nicht korrekt laufen, dann mache ich was. Und wenn von Hamburg nach Kiel Menschen im Zug ermordet werden. Das habe ich auch mitbekommen. Das ist sehr, sehr krass. Vor allem, weil ich genau diese Bahn
immer von der Berufsschule nach Hause genommen habe oder nehme. Und das ist hart. Und sich Michael, der Vater von Ann-Marie, bei mir meldet. Also ich hoffe jetzt zumindest, dass es das ist, was ich denke, dass es das gerade ist. Dass es der Vorfall ist und dass sich noch was passiert ist, was ich nicht mitbekommen habe. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es wirklich nicht. Und mich um eine Unterstützung bittet, dann gebe ich sie ihm. Und wenn ein Kind mit türkischer Herkunft in Ela Kirchberg ermordet wird und mir Mesut schreibt, ich danke dir als Vater von Ece, dann weiß ich, dass es wichtig ist, denen eine Stimme zu geben, die keine haben. Und wenn unsere Kinder nicht mehr da sind, haben wir das Wertvollste verloren. Und wenn unsere Kinder ermordet werden, dann ist es das Schlimmste, was man uns als Eltern antun kann. Und hier auch leider viel zu viel in letzter Zeit wieder passiert. Was ich alles gelesen habe oder was mir Leute geschrieben haben oder so, es ist viel zu oft in letzter Zeit passiert. Es sollte gar nicht passieren, bitte versteht mich absolut nicht falsch, aber es nimmt einfach gerade zu und es ist zu viel. Es ist wirklich viel zu viel. Das geht nicht. Das ist viel zu viel. Vorne stehen so viele Kinder, die Hände oben haben und alle was sagen wollen. Alle was sagen wollen. Wir haben unsere Kinder noch hier. Und ich hoffe. Ja, und manche haben leider ihre Kinder nicht mehr da, weil es einfach zu spät ist und die Leute nicht eingegriffen haben. Und das ist einfach das Problem, worüber gesprochen werden muss. Dass dieser heutige Tag alle dazu beitragen lässt, endlich das Schweigen zu brechen und zu handeln. Wie gesagt, ne, an alle, die dieses Video sehen oder das selber momentan haben, wie gesagt, schreibt mich gerne bei Instagram an. Ich versuche jedem wirklich zu helfen, ein offenes Ohr. Ich werde niemandem was sagen, wenn ihr das nicht wollt. Ich behalte es für mich. Darauf gebe ich mein Wort. Das ist das, was ich für euch tun kann. Ihr könnt ja weiter auf mich einschlagen. Weiter Scheiße über mich erzählen. Könnt ja alles tun. Aber bitte, lasst die Kinder nicht mehr leiden. Das ist sehr, sehr schönes Wort. Sehr, sehr schönes Wort. Also ich selbst arbeite in einer Kinder- und Jugendeinrichtung und wir beobachten, naja, nicht fast täglich, aber wöchentlich, dass unsere Kinder auch oft gemobbt werden, auch teilweise, weil sie eben an der Einrichtung sind. Und ich spreche jetzt auch stellvertretend für die Jugendlichen hier und wir wollen, weil wir auch alle hier sind, damit ein Zeichen setzen, dass Mobbing aufhören muss, dass die Schulen mit uns mehr kooperieren müssen, was Mobbing angeht. Ja, wenn das passieren würde, würde so vielen Leuten geholfen werden. Zwar wird dadurch nicht alles für immer weg sein oder so, oder nicht alles direkt mit einem Schlag, aber es wäre ein Anfang. Es wäre ein Anfang von einem Ende. Ich glaube, so sagt man das. Lehrer mehr drauf angeht und auch hinsehen und nicht wegsehen. Und ich möchte jetzt einmal meine Stimme weitergeben. Schade, dass das Video tatsächlich aufhört. Das ist, das war das letzte Video, was ich dazu habe. Schön, dass das Ganze auch aufgenommen wurde. Danke, dass mir das auch zugeschickt wurde. Ich würde sagen, damit schließen wir im Großen und Ganzen auch dieses Video ab. Das nimmt sonst Überhand und wird viel, viel, viel zu lang. Ich weiß, dass man über dieses Thema so viel reden kann. So viel reden kann. Aber es ist viel zu lang werden wird. Wie gesagt, falls ihr irgendwas habt oder so, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Wir machen auch sehr, sehr gerne noch einen zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten oder zwanzigsten Teil daraus. Was ich mir immer denke, beziehungsweise was ich jetzt auch am Wochenende gehört habe von meiner Großtante, was auch ein sehr, sehr schöner Satz ist, ich kann es nicht eins zu eins so wiedergeben, aber es wäre doch langweilig, also jetzt darauf bezogen, um das noch einmal kurz zu erklären, viele Leute werden ja gemobbt, weil sie irgendwie anders sind oder so, aber es wäre doch langweilig, wenn jeder Mensch gleich ist. Es ist doch schön, dass jeder Mensch unterschiedlich ist, dass jeder Mensch andere Interessen hat, anders sich beispielsweise einen anderen Geschmack für Mode hat oder so. Das ist doch viel besser als das, wenn jeder Mensch gleich ist. Man kann doch so viel von diesen anderen Personen lernen. Genauso wie, ich hoffe, falls du das Video siehst, auch an dich, dass du dich damals wirklich bei mir geoutet hast und dieser Satz, also ich kann ihn nicht eins zu eins wiedergeben, aber dieser Satz,
Ich hatte Angst, es dir zu erzählen, weil ich nicht wusste, wie du reagierst. Und sowas zu hören, es tut einfach weh, es ist so traurig. Denn ich habe mich so wirklich unnormal gefreut. Ich glaube, ich habe das jetzt schon so oft erzählt, diese eine Situation. Ich habe mich so unnormal gefreut, dass es mir erzählt wurde. Mir ist es egal, ob Mensch schwul ist, lesbisch ist oder was auch immer, ob sich als Frau erfühlt oder so. Mir ist das egal. Mir ist das egal. Wenn der Mensch cool ist, cool drauf ist, sympathisch und so, ey, dann ist doch alles super. Und das hat mich damals auch so gefreut, dass er es mir dann da erzählt hat. Aber ja, ich würde sagen, wir schließen das jetzt nicht, aber wir schließen das Video jetzt erstmal ab. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick so bekommen, was so passiert ist. Ich hoffe, es hat auch viele Leute ermutigt jetzt. Auch, dass ich jetzt hier einfach in der Öffentlichkeit mal gesagt habe, wie es mir damals gegangen ist. Ich hatte halt einfach das Glück, dass ich jemanden hatte, der hinter mir stand, der sehr, sehr viel für mich getan hat, der meinen Rücken gestärkt hat ohne Ende. Was viele Leute einfach leider nicht haben. Und ich hoffe, dass diese Leute das irgendwann aber auch bekommen. Dass der ganze Scheiß einfach bald aufhört und dass wirklich jetzt mal was dagegen gemacht wird. Mehr kann ich gerade einfach nicht dazu sagen.